Das nächste Nachtrennen und diesmal das richtige Nachtrennen, weil es das erste in der Formel 1 war. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015 in Singapur. Das Ziel ist immer noch utopisch, ja, ob wir einen Punkt holen oder nicht. Ich sag's mal so, ich glaube daran, denn der Wille, die Einsatzbereitschaft, die ist einfach da. Aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, also wenn ich nicht dran glauben würde, an den Punkt, wäre ich auf jeden Fall verkehrt. Nun ja, was wir hier sehen, das sehen wir. Einfach nochmal die Konstrukteure. Und mittlerweile, ja, ich habe soweit eine kleinere Pause eingelegt bei F1 2015. Nebenbei noch dieses Bug-Video raus von der Dreckbug, genau das war das. Und ja, ich habe da auch schon wieder mich gerne ausgelassen. Einerseits vielleicht auch in den Let's Plays kommt immer mal wieder Gemecker rüber. Andererseits muss ich das Spiel auch an manchen Ecken loben. Gemecker hört man jetzt nicht so gerne und ich kann gewissermaßen beide Seiten verstehen, weil ich auch ehrlich da drin stecke. Und ich finde einfach, neben der Interaktion mit den Zuschauern gehören eben auch noch Gefühle, bestenfalls eben ehrliche Gefühle, und das ist eben der Fall auch zum Let's Play oder generell zu YouTube dazu. Zumindest sollte es das. Und Interaktion mit Zuschauern, ein ganz gutes Stichwort, darauf komme ich gleich. Erstmal gehen wir hier weiter. Die Einstellung 30 Minuten komplett, 50%, das stimmt. Wir gehen es einfach nochmal zur Sicherheit durch, wie wir es eben gewohnt sind. Dem Spiel kann man hier nicht ganz trauen, seit dem letzten Patch eben. Da kam dieser Dreckbug hinzu und die Lenkrad-Einstellungen zwischen Monza und hier habe ich das Spiel auch eben auch für die Einstimmung in Spa nochmal gestartet. Und da hat es eben wieder nicht funktioniert mit den Lenkrad-Einstellungen. Die hat es wieder verhauen und deshalb kontrollieren wir einfach so gut es geht nochmal nach. Ja, Interaktion mit den Zuschauern, ein gutes Stichwort. Beim Rennen von Silverstone, also Großbritannien, haben David, Matti und auch DTM in F1, ihr habt auch angemerkt, zwecks Lenkrad-Einschlag. Darauf werde ich gleich kommen, aber wir können ja erstmal weitergehen, denn allzu lange möchte ich hier nicht im Ladebildschirm rumgammeln. Die Flutlichter sind eingeschaltet und die Dunkelheit bricht herein. Es ist Zeit für das Wochenende mit dem Nachtrennen von Singapur. Willkommen auf dem Marina Bay Street Circuit, hier vor dieser fantastischen Kulisse. Wir freuen uns auf das erste Training. Man muss schon sagen, seit dem Eröffnungsrennen 2008 war Singapur ausgesprochen erfolgreich. Hier fand schließlich das erste Nachtrennen in der Formel-1-Geschichte unter riesigen Flutlichtanlagen statt. Und die spektakulär ausgeleuchtete Strecke ist immer wieder ein einmaliges Erlebnis, sowohl für die Fahrer wie auch für die Zuschauer. Es ist natürlich gut für den Sport, wenn das Rennen dann anfängt, wenn möglichst viele Zuschauer vor dem Fernseher sitzen. Aber wenn der Startzeitpunkt so einen wunderbaren Effekt auf das Rennerlebnis hat, wäre ich nicht überrascht, wenn es in Zukunft nicht mehr Nachtrennen geben würde. Na, nicht unbedingt. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Also ich musste gerade wieder lachen, als Button diese Handbewegung gemacht hat mit hier reinstechen, weil die kommt ja so oft und immer wieder. Und auf den ersten Blick muss ich sagen, Singapur sieht auf jeden Fall besser aus als das Nachtrennen in Bahrain, da war es ja verdammt düster. In der Vergangenheit waren die Nachtrennen bei den F1-Spielen immer zu düster, aber hier Singapur sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als eben angesprochen in der Wüste in Bahrain. Nun gut, Zuschauerinteraktion, darauf komme ich gleich nochmal, jetzt erstmal das Grundlegende hier. Ich wollte noch was ansprechen, zwecks Qualifying. Monza hat gezeigt, das Qualifying war länger beispielsweise als eben das Rennen. Gut, ich war auch überrascht, dass wir bis in Q3 gekommen sind. Das ist aber eine andere Frage. Ist die Frage, was wollt ihr sehen? Ich habe noch gar nicht wirklich schauen können, was ihr zum Qualifying sagt oder ob ihr das wirklich in Volllänge schaut. Ist es euch wichtig, Q1, 2 und bestenfalls Q3 zu haben oder das kurze Qualifying von 20 Minuten? Ihr könnt es mir ja mal zumindest in die Kommentare schreiben. Und ja, bevor ich nochmal auf die Zuschauerinteraktion, auf die Kommentare von euch eingehe, entschuldigt bitte, werde ich jetzt noch erstmal das Setup kontrollieren. Setup, das war hier.
Also wir haben auf jeden Fall weiche Reifen, das sind eben die Softs, das sind die Primes, und die sehr weichen Reifen, eben bekannt für einen Stadtkurs, diese zwei Reifenmischung. Super Soft, die rotmarkierten, die Options. Okay, das wissen wir soweit und jetzt gehen wir mal zum Setup. Wir laden natürlich wieder eins. Und zwar eins von hier unten, nämlich Singapur natürlich. Jetzt habe ich wieder... Habe ich jetzt speichern wollen? Upsi. Dann gehe ich nochmal kurz zur Tastatur. Moment. Hier kam ich jetzt nämlich wieder nicht raus. Da musste ich erst zur Tastatur und eben die Escape-Taste drücken. So, eigenes Setup speichern, laden. Okay, ich habe mich einfach verdrückt. Mein Fehler. Ja, wir möchten es laden. So, dann zeige ich es euch einfach nochmal kurz für die, die es eben interessiert. Flügel hier relativ hoch, allerdings niedriger als eben noch Monaco, weil hier Höchstgeschwindigkeit noch eher gefragt ist. Ich probiere es einfach mal so, wie wir es hier sehen. Standardwerte, weichere... Ja, weichere Radaufhängung, weil wir hier eher langsamere Kurven haben. Und Reifendruck, weil eigentlich bei Nacht eher etwas höher, aber Singapur generell Temperaturen höher angesiedelt. Ja, und eben 6 Runden 10 Kilo. Okay, das muss ich mir wieder für dieses Rennwochenende einbläuen. So, bevor ich auf die Strecke gehe, ich will noch mal kurz eben was erzählen. Jetzt aber die Interaktion, Kommentare, darauf wollte ich ja noch eingehen. Deswegen gehe ich einfach mal auf diesen Bildschirm, damit ihr nicht nur diesen Bildschirm seht, also diesen Bordcomputer. Also, Silverstone, großer Preis von Großbritannien. Und David, Matti und DTM F1 haben angesprochen, Lenkradeinschlag ist ein ganz gutes Stichwort. Das war anfangs gar kein Thema für mich, ist mehr und mehr wichtiger geworden, als ich mit dem Spiel wirklich klarkam. Und teilweise ist es wirklich so, dass man eben zu viel einlenkt, weil das Spiel gewissermaßen auch nicht wirklich Einstellungsmöglichkeiten bietet, das eben noch besser einzustellen. Auf jeden Fall ist es eine Mischungsfrage, wie geht man die Kurve an? Eher aggressiv, schnell, dafür mit mehr Reifenverbrauch, oder eben langsam, dafür eben weniger Reifenverbrauch und vielleicht schneller? Tja, das weiß man eben nicht so ganz und das muss man einfach ausprobieren und einfach üben, einfach im Gefühl haben. Und DTM und F1 hat mir auch schon mal unter seinen Videos empfohlen, einfach mal in der Cockpit-Ansicht zu fahren, um eben ein Gefühl für den Lenkradeinschlag und eben auch für den Wagen zu bekommen. Aber ich würde erstmal sagen, wir gehen auf die Strecke, aber ich werde auf jeden Fall was ausprobieren in diesem Rennwochenende. Etwas Wichtiges hat eben damit was zu tun. Lenkradeinschlag, das werden wir hier auf jeden Fall mal angehen und dazu gehen wir erstmal raus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ja. Und das war diese Einstellung. Also ich bin mal gespannt, wie die Strecke insgesamt so wirkt mit der neuen Engine. Und wie sich das Ganze eben hier mit dieser Fahrphysik auch fahren lässt. Oder Ausgang. Oh Gott, das wird wieder interessant werden. Auch wenn die Strafen hier total für den Eimer sind. Hier sind schon wertvolle Minuten vergangen, in denen wir eben nicht fahren konnten. So, wann übergibt er uns? Eigentlich, wenn er umschaltet. Ist klar, wenn er umschaltet, aber wo genau? Hier ist er bloß gerade. Also erster Gang natürlich nicht. Sollte aber an sich zu machen sein. Ich soll dir vom Team ausrichten, dass du in dieser Session mit einer lockeren Bremsbalance fahren sollst. Diese Rennstrecke geht stark auf die Bremsen. Bei der Einfahrt in die langsamen Kurven kann man viel Zeit gewinnen oder verlieren. So, wie angesprochen von DTM und F1. Ich möchte jetzt einfach mal das Freitraining in Singapur dafür nutzen, um eben in der Cockpit-Ansicht zu fahren. Einfach, ja, jetzt war es eigentlich eher mal wieder zu viel, um einfach mal die Sache mit dem Lenkrad-Einschlag anzugehen. Ich will jetzt einfach nochmal anfangs etwas erklären. Hier ist es natürlich einfacher, weil man das Lenkrad direkt vor der Nase hat und ich bin schon mal ein paar Runden gefahren. Ich finde es allgemein hier einfacher im Cockpit zu fahren als eben beispielsweise noch in F1 2014 oder auch in den Vorgängern. Was ich jetzt vorhabe, ich weiß noch gar nicht für jedes Rennwochenende, auf jeden Fall will ich überwiegend in der Cockpit-Ansicht fahren im freien Training, um eben einfach ein Gefühl zu bekommen, wie das auf der Strecke laufen muss. Und deswegen das, ob ich das im Qualifying und im Rennen anwende, also Cockpit-Ansicht, das wage ich mal zu bezweifeln, also Stand jetzt eher nicht. Aber das Freitraining kann schon sehr wichtig sein, weil ich mir das doch eben gewissermaßen dann merke, wie stark ich wie einlenken muss, damit das teilweise auch nicht zu viel ist. Ah, Kurve. Oh, was war eng.
Und weil ich den Abstand zum Vordermann vielleicht noch nicht so ganz drauf habe, also wie viel Abstand ich da lassen muss. Also ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr gerne lieber sehen würdet, generell. Also jetzt auch im Rennen. Ob eben TV-Kamera oder eben Cockpit-Ansicht. Ich werde es auf jeden Fall vielleicht bis Ende der Saison, ich will eigentlich vorbeilassen, er will nicht vorbei, will ich es so behalten, dass ich das Freitraining überwiegend dazu nutze, um eben in der Cockpit-Ansicht zu fahren. Der ist in die Box gefahren, okay. Und dann eben Qualifying und Rennen in der normalen Ansicht. Allerdings eben mit der Erfahrung hier aus dem freien Training, Lenkrad-Einschlag, Cockpit-Perspektive. So, jetzt sind wir ziemlich langsam gefahren. Werden wir jetzt... Ja, mal schauen. Also diese Ansicht verdeckt mir natürlich komplett den Spiegel. Was ich hier in der Cockpit-Ansicht gut finde, man sieht einfach beide Spiegel und ist nicht mit diesem blöden Drehzahlbegrenzer, Messer verdeckt. Das finde ich ja schon mal sehr wichtig. Und wir sehen auch, hab schon gesehen, die DRS-Leuchte, dass wir es einfach öffnen können, den Heckflügel, ist bei McLaren Honda so geregelt, dass wir links beim linken Daumen etwas darüber eine kleine grüne Lampe haben. Kleine grüne Leuchte, wenn wir ins DRS-Fenster kommen. Müsst ihr mal drauf achten. Das sagt uns einfach hier, DRS ist verfügbar. Nutzt es doch am besten. Und wir können es auch kontrollieren, weil wir einfach in den Rückspiegel schauen können. Denn da sieht man sehr deutlich, ob der Heckflügel offen ist oder eben nicht. Gut, dann hätten wir jetzt das auch abgearbeitet. Und was mir eben auch wichtig ist, wenn ich jetzt einfach noch übe, das Spiel erkennt ja Abkürzen nicht so sonderlich gut. Und deswegen will ich dann auch später erstmal, wie gesagt, erstmal nicht in der Cockpit-Ansicht fahren, weil ich will auch ganz gerne selber mal sehen, im Nachhinein, wenn ich mir das Video anschaue oder generell beim Fahren, ob ich den abkürze oder nicht. Und ich glaube, uns würden einfach noch mehr Abkürzungen durch die Lappen gehen. Ihr könntet weniger anmaßen und ich könnte auch noch weniger lernen. Also wie gesagt, gut für den Lenkradeinschlag, schlecht für Abkürzen oder nicht, das eben einzuschätzen. Ich sollte vielleicht auch nochmal hier offen lassen, das wollte ich ja eigentlich, aber das verdeckt mir an sich den Rückspiegel. Dann fahren wir jetzt einfach mal etwas schneller. So, wieder viel gequasselt, aber dafür will ich das freie Training nutzen. Jetzt schaut mal in den linken Rückspiegel, Heckflügel ist offen. Oh, Bremspunkt war verpasst. Ja, das hat sich noch etwas einfacher fahren lassen, als ich noch nicht hier die Aufnahme angeschmissen habe. Weil ich gerade wieder hier in der ersten Folge... Schnauze. Weil ich in der ersten Folge mal wieder mehr erklären möchte. Die Reifen sind total überhitzt. Aber ich glaube, das habe ich jetzt soweit schon hinter uns. Achtung, DRS-Leuchte, seht ihr das da? Das Lämpchen leicht rechts über dem linken Daumen. Das fängt nämlich an zu leuchten und jetzt wird es gleich wieder ausgehen. Jetzt ist es weg. Gut. Also Lenkradeinschlag, das möchte ich hier in diesem freien Training mit euch üben. Allerdings verdeckt mir wirklich diese Anzeige auch den Scheitelpunkt. Weil zwischen Reifen und Rückspiegel schaue ich ganz gerne durch, um eben zu schauen, wann muss ich wie in die Kurve einlenken. So, das war alles andere als eine Fabelzeit bisher. Ups. Wagen ist noch ganz, okay. Ja, abgekürzt mir soweit klar. Also ich mache die Anzeige nochmal aus. Ich will es euch später gegen Ende des freien Trainings nochmal zeigen, weil die nervt mich jetzt eher. Ich werde gegen Ende des freien Trainings nochmal in der TV-Kamera fahren, um einfach zu schauen, wie mir das Ganze jetzt gelungen ist. Also jetzt die ersten Minuten auf jeden Fall noch in der Cockpit-Perspektive, was mittlerweile wirklich verdammt langsam ist. Ich will den Wagen nicht schrotten, aber ich will gleichzeitig noch das Nötigste soweit erzählen. Hinter uns ist ein Williams, muss man natürlich auch im Auge behalten, also deswegen habe ich auch teilweise bei diesen warmen Temperaturen habe ich da auch nicht aufgenommen, weil das sowas von angestrengt hat. Man muss hier einfach bei den Spielen, eben F1, auf so vieles achten. Reden, fahren, Rückspiegel, Taktik. Stimmt, ich habe den Tank nicht vollgehauen. Auf so vieles achten, das wird einem deutlich spürbar. Weil es einfach viel wärmer wird. So, Auto ganz schön in die Kurve geworfen. So, jetzt versuche ich einfach mal schneller zu fahren. Qualifying-Niveau, nee, das noch nicht. Aber bestenfalls natürlich bremsen, blockieren.
Habt ihr gesehen? Der Flügel ist schön aufgegangen. Da kann man das nochmal schön kontrollieren. Das könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, ob das Abkürzen war oder nicht. Vom Gefühl her eher nicht, aber wer weiß das schon, weil hier sieht man natürlich deutlich weniger. Und der Wagen klingt ja auch deutlich anders. Oh, leicht angelehnt. Und wir halten wieder welche auf. Zwei hinter uns. Okay, dann komme ich jetzt mal wieder gleich rein. Also die Runde werde ich jetzt noch zu Ende fahren. Nicht der erste Gang. Die Runde fahre ich jetzt noch zu Ende, damit wir einfach mal eine bessere Zeit haben. Dann fahren wir rein. Schweres Auto und dann nochmal üben. Also ich glaube, dass wir in der Cockpit-Ansicht auf jeden Fall nochmal langsamer werden, als wir das aktuell sowieso schon sind. Aber ich finde das hier wirklich sehr wichtig auch für den Lenkradeinschlag, was eben DTM und F1 auch angesprochen hat. Hatte ich auf jeden Fall auch schon eher vor, aber ich habe dann auch gewissermaßen Prioritäten woanders gesetzt, einfach den Wagen anderweitig noch zu verstehen. Man kann wirklich nicht oft genug hier irgendwas lernen. Je mehr man fährt, desto mehr Erfahrung macht man. Und irgendwann kommt es einfach dran. So, Rundenzeit auf jeden Fall verbessert, aber immer noch viel zu langsam. Das ist gar kein Thema. Jetzt kommt da links einer. Na, es war schon wieder voller Lenkradeinschlag. Man lernt hier aber auch eher, den Wagen ordentlich abzufangen, wenn man diese Ansicht hat. Oh, hat er uns angeschossen? Ey, ich habe mich jetzt auf meinen Anbremspunkt konzentriert. Ja, da ist es wieder. Die KI, die vielleicht eben zu aggressiv an manchen Ecken ist, die zwar an sich besser geworden ist, aber es gibt da eben so Stellen, da fragt man sich, was soll das? So, das kommt mal kurz weg. Ja, wir wurden angeschoben von Mercedes, Hamilton oder wer war das? Da schauen wir mal kurz nach. Hier, das müsste aber zu weit hinten sein. Ja, ein Mercedes zu weit hinten. Wie komme ich jetzt dahin? Das ist auf jeden Fall ein Force India. Das. Und das ist, an den Handschuhen erkenne ich es nicht. Wer ist das? Kann ich hier die Kamera wechseln? Das war hier. Rosberg hat den dunkleren Helm. Also Hamilton in dem Fall. Ja, der fällt uns einfach direkt auf die Karre. Super, also KI, also echt mal. So, was meine ich eben? Da setzt die KI einfach aus. Das ist wohl einfach die Übergangsphase von F1 2014 und eben zu 2015. Neue Engine, da muss man gewissermaßen vielleicht eben Kompromisse eingehen, auch wenn man eben hier wirklich ordentlich Geld ausgegeben hat und einfach ein runderes Spiel erwarten darf und eben auch kann. Hamilton ohne Abtrieb auf der Vorderachse fährt mal direkt geradeaus. So, jetzt haben wir kein Benzin mehr im Tank. Kein Tank mehr im Wagen, das wär's ja. Wir sind noch letzter, wird auf jeden Fall nicht so bleiben. Allerdings sehe ich das hier als sehr wichtige Erfahrung, dass wir einfach mal in der Cockpit-Ansicht fahren und eben den Lenkeinschlag noch besser verstehen können. Ne, dritter Gang war schon soweit in Ordnung, das habe ich schon herausgefunden. Ah, da kommt mir das Heck rum. Bremsbalance eher nach vorne stellen, werde ich mir mal für den nächsten Run merken. Also wenn wir wieder nachgetankt haben. Boah, war der schon neben uns? Kann durchaus mein Fehler gewesen sein. Das schon eher als die Sache da gerade mit dem Mercedes am Ende der ersten richtigen DS-Zone, wo man auch wirklich überholen kann. So, und diesmal nicht drüber hinaus räubern und gelbe Flaggen, weil wir in der Boxengasse sind, oder was? Naja, also ich werde jetzt nochmal den Wagen voll tanken. Reifenabnutzung sollte hier etwas geringer sein, oder macht's aber gefährlich. Wir da langrennen und da ploppt einer rechts auf.
Reifenabnutzung statt Kurs, sowieso schon die weichesten Mischung, die wir hier haben, ist generell dann wieder eher etwas geringer als eben auf anderen Strecken. Und mein erster Eindruck hier, ja, es ist wirklich deutlich heller als eben in Bahrain, gefällt mir besser. Könnte direkt auf der Strecke nochmal einen ganzen Ticken heller sein, aber das finde ich soweit ganz in Ordnung. Bahrain fand ich eher, das fand ich nicht schön. Nachtrennen hier in Singapur, das hat schon wieder eher was. Der Abstand zu Alonso und eben zu den Vorderleuten dürfte noch eklatant groß sein. Das ist mir soweit auch klar. Ich werde dennoch mal kurz nachschauen. In gar keinem Sektor sind wir besser. Schaut euch den Abstand an. Das war aber erstmal die erste Phase. Jetzt Tablet her, weil wir müssen unser Setup nochmal ändern. Dementsprechend, dass wir einfach den Tank voll machen, voll leer machen. Was mache ich denn einfach mal? Ich sag einfach mal magische Grenze 60 Kilo. Einfach mal ein schweres Fahrzeug bekommen und sehen, wie das eben so wirkt. Was wollte ich noch schauen? Reifenabnutzung. 7% bei diesen paar Runden jetzt. Gut, dann fahren wir einfach mal wieder raus. Und ich will noch was ansprechen. Das habe ich ja schon gewissermaßen auch in den Folgen zuvor gemacht. Fahrphysik, eben dass man jetzt auch Donuts drehen kann, das kann eben hier sehr entscheidend werden. Ich werde es einfach gleich mal bewusst praktisch demonstrieren. Wenn man sich einfach mal verbremst und einfach nicht in die Leitplanke rauschen möchte, da hat man eben hier gewisse Auslaufzonen. Wir können sie einfach gleich mal in der ersten Runde uns mal anschauen. Upsa. Verwarnung, obwohl wir die Boxengassenlinien überschritten haben. Und gleich nochmal. Und das Spiel gibt uns bloß eine Verwarnung. Ja, ist ein Witz, aber das kennen wir schon. So, der Wagen ist voll. Wir suchen uns einfach mal eine Auslaufzone. Ich würde sagen, Auslaufzone nach der DRS-Zone. Einfach mal vollgestellt, aber aus Demonstrationszwecken. Oh, das ist mir nämlich auch schon mal aufgefallen. Wenn die quatschen, wir gerade unter einer Unterführung sind, dann spinnt der Funk. Das finde ich wieder ziemlich gut von Codemasters. So. Ich habe mich verbremst. Scheiße, was macht man jetzt? Ja, Fahrphysik in diesem Jahr ist ja gut. Wir können uns einfach drehen. Das ging früher nicht. Früher musste man das so machen, dass wir einfach Rückwärtsgang und dann wieder Vorwärtsgang und dann wieder rückwärts und dann wieder vorwärts und so weiter und so fort. Das wollte ich einfach nochmal angesprochen haben, weil mir das einfach hier direkt nochmal aufgefallen ist. Fahrphysik, die in diesem Jahr eben besser ist, was auf jeden Fall angesprochen werden muss, wenn wir eben auch schon so viele negative Aspekte haben. Das muss da auf jeden Fall sein. So, schwerer Wagen und wir fühlen uns einfach mal damit zurecht. Ich muss eher fühlen, ihr dürft einfach zuschauen. Reifentemperatur muss ich auch nochmal drauf achten, wie die eben ist, wenn wir direkt aus der Box mit kalten Reifen kommen. Wann haben die Reifen wirklich Betriebstemperatur? So, wieder anfangs sehr stark eingelenkt, aber ich habe gesehen, es war zu stark, deswegen wieder etwas korrigiert. Es ist wie gesagt eine Mischung. Kurve langsam nehmen, dafür weniger Reifen verbrauchen und angeschossen werden. Oder eben die Kurve langsamer angehen, weniger Reifen verbrauchen und besser herauskommen. So, wer war das jetzt? Es ist ja freies Training, da können wir uns ja die Zeit durchaus nehmen. Aha, hier ein Toro Rosso, wie es scheint, oder? Ja, ich sehe da oben Chapsa am Heckflügel stehen. So, was war das denn jetzt bitte? Einfach unmotiviert, ohne zu bremsen, in uns reingefahren. Ähnliche Aktion wie mit dem Mercedes. Gerade noch das Spiel gelobt für die Fahrphysik und eben, dass wir uns jetzt so schön drehen können und dann werden wir unschön gedreht. Super. Aber ich werde jetzt mal zurückspulen, weil der Frontflügel ist im Eimer. Und ich will einfach, wenn ich schon anfangs so viel Zeit verschwendet habe oder erklärt habe, Zeit verstrichen haben lassen, dann will ich das jetzt einfach mal so angehen. Freies Training mache ich das noch eher. Im Rennen entscheide ich einfach spontan, wenn mich die KI einfach ankotzt, dann mache ich es eben wieder. Wie eben in Silverstone. Was sagt die Nase? Ganz. Okay. Der Wagen lässt sich hier aber gefühlt wieder anders fahren als im Schnellstartmodus.
Aber mir geht es jetzt in den ersten Minuten, bis wir wieder in die TV-Kamera gehen, gar nicht darum, das war ein Gang zu wenig, wie schnell bin ich jetzt hier, sondern wie komme ich mit welchem Lenkradeinschlag zurecht. Deswegen ist mir die Zeit gerade mal etwas schnurzpiep egal. Das war zu früh hochgeschalten. Wagen bricht wieder leicht aus. Ich wollte ja die Bremsbalance nach vorne verstellen. Schon wieder blockiert. Das war wieder ein Gang zu wenig. Ja, was ist gerade mit mir los? Gute Frage. Wird aber im Rennen nicht so sein. Kann ich euch jetzt schon fast versprechen. Aber auch nur fast. Kommt das Heck wieder rum? Einfach vielleicht eben zu viel Gas gegeben. Dritter Gang ist hier meines Erachtens wirklich optimal, um hier durchzufahren. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Ja, jetzt mich etwas zu weit nach außen getragen. So, dritter Gang. Zweiter Gang war hier natürlich auch vorhin Murks, habe ich ja schon angesprochen. Hier geht es auf jeden Fall noch schneller durch, keine Frage. Ja, ist auf jeden Fall schon schneller gefühlt als eben noch zuvor in den Runden. Obwohl der Wagen eben schwerer ist. Jetzt komme ich hier wieder von der Ideallinie ab, das war Mist. Na, es ist immer noch ganz, ja wunderbar. Aber ich weiß jetzt schon, wie der Wagen tickt. Deswegen gehen wir jetzt gleich nochmal rein und packen nochmal weniger Benzin mit an Bord. Au. Ich habe das Gefühl, in der Cockpit-Ansicht werden wir eher übersehen von den KI-Leuten als eben in der TV-Kamera. Viel zu früh anbremsen tue ich jetzt auch nicht wirklich in den Situationen, wo das eben geschehen ist. Reifentemperatur lasse ich einfach gerade mal offen, damit ihr einfach noch was seht davon, wie die Reifen eben wann so wirken. Klar, je mehr Temperatur die bekommen, desto weniger Grip haben wir und desto mehr nutzen die sich ab. Das ist ja eben genau der Fall, wenn wir eben durchdrehende Hinterräder haben. Ja, so schwerer Wagen habe ich jetzt soweit drauf. Mal schauen, wie der sich dann eben im Rennen dann anfühlen wird. Da sind die Vorderreifen jetzt mal stehen geblieben. Hat man ja auch sehr gut an der Temperaturanzeige gesehen. Wir wollten wieder reinfahren. Moment. Das fehlt uns noch, wenn wir in die Boxengasse wollen. Die KI aber auch, dass die uns währenddessen einfach abschießt. Ja, was ich mir gerade so denke, wenn ich hier dieses Nachtrennen sehe, weil ich habe die Tage wieder neues Gameplay-Material von Need for Speed gesehen, also dem, was wir 2015 dann bekommen werden, hat mich irgendwie dran erinnert und ja, hat auf jeden Fall, es war ein völlig anderes Spiel, aber irgendwie kamen da die Gedanken einfach mal hoch. Freut ihr euch eigentlich da draußen auf das neue Need for Speed? Kann ja sein, dass jemand schaut. Zuschauer, der eben auch meinen Let's Play Need for Speed Most Wanted gesehen hat. Gibt ja so viele schöne Spiele. Nicht nur die F1-Reihe, die mich ja auch gewissermaßen eben wegen des Sports so fasziniert.
Wir sind immer noch letzter, keine Zeit für besser, das war mir soweit klar. Jetzt gehen wir erstmal wieder beim Setup nachschauen und eben Benzin aus dem Tank herausnehmen. 13%, okay. Leer geschlürft, der Tank. Na, sagen wir mal so. Ja. Wir könnten jetzt 10 Runden mitnehmen, aber ich stelle es einfach mal pro Firma so ein. Und ja, wir fahren direkt wieder raus, aber eben gleiche Reifen dennoch. Und jetzt eben nicht mehr in der Cockpit-Ansicht. Ich schätze mal, unbewusst habe ich soweit jetzt schon mitgenommen, wie ich wann wie einzulenken habe. Teilweise war es noch zu viel, aber ich werde das, wie gesagt, jetzt einfach mal im freien Training an mehreren Rennwochenenden haben, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, damit sich das einfach unterbewusst einprägt. Die Runde ist hier verdammt lang. Deswegen können wir jetzt gar nicht mehr so viel fahren. So, jetzt geht's gleich wieder los. Ich muss nur mal kurz die Finger abtrocknen, weil die Flasche ziemlich nass war. Weil diese wiederum aus dem Kühlschrank kommt. Hey, was war denn das jetzt? Der das Lenkrad jetzt... Das war gerade Autopilot. Ich konnte gerade nicht selber lenken. Wir rechnen in den nächsten 15 Minuten mit leichtem Regen. Was? Regen in Singapur? Ihr habt's aber nicht alle. Ernsthaft jetzt? Achso, ich wollte gucken, wann die Reifentemperatur haben. Jetzt haben sie Temperatur. Oh, oh. Da ist ein Flügel geflogen, weil ich ihn drüber gefahren bin. Wer war das denn? Naja. So, mal wieder TV-Kamera. Ist natürlich etwas gewohnter. Mal schauen, wie das jetzt klappen wird bei den letzten zwei schnellen Runden, die wir noch angehen können. Reifentemperatur lasse ich in dieser Runde noch offen, weil die mich hier nicht so sehr stört wie in der Cockpit-Ansicht. Und wir fahren hier natürlich gegen den Uhrzeigersinn, deswegen stört mich die Anzeige rechts weniger als eben links. Oder generell, wenn wir im Uhrzeigersinn fahren würden. Ja, anfangs wieder zu viel hier eingelenkt, dann wieder etwas korrigiert. Ich finde ja generell, ich finde Kommentare, die ihr mir gebt, egal ob jetzt Kritik, Lob oder Anmerkung oder sonst irgendwas, immer wieder toll und eben auch wirklich teilweise sehr wichtig, vor allen Dingen eben hier bei der F1-Reihe, mehr als eben jetzt beispielsweise bei Dying Light oder eben auch City Skylines. Gut, da jetzt noch etwas mehr als bei Dying Light, aber generell sehr hilfreich, wenn ihr einfach mal was kritisiert, weil dann bekomme ich das einfach mal mehr auf den Schirm, sei es abkürzen oder sonst was, oder wenn ihr einfach mal einen Tipp parat habt, den ich vielleicht noch gar nicht so kenne oder nicht wirklich genutzt habe. Von daher immer her damit. Und jetzt fahren wir einfach nochmal schnell. So schnell es geht. Aber auch nicht zu schnell. Unser Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Okay. Ich habe es ja angesprochen. Den lassen wir jetzt womöglich mal vorbei. Ich habe es ja angesprochen. Zeit ist mir jetzt hier im freien Training, weil ich eben auch in der, da liegen noch die Teile, in der Cockpit-Ansicht gefahren bin, relativ schnuppe. Aber dennoch, weil ich eben doch so ehrgeizig bin, würde ich dann doch gerne nicht 20. sein. Das ist auf jeden Fall noch anzugehen. Na, da kommt das Heck wieder rum. Und das ziemlich deutlich sogar. Wollte ich nämlich mal eher aufs Gas gehen. Na, das war abkürzen, das haben wir es auf jeden Fall mal deutlich gesehen. Das bekommen wir eben in der Cockpit-Ansicht nicht wirklich mit. Deswegen will ich jetzt nicht gleich in die Cockpit-Ansicht springen. Uiuiui, das darf mir im Rennen nicht passieren. Egal, ob mit dem Vorderreifen zuerst oder mit dem Hinterreifen. Deutlicher Rückstand. Eine Runde haben wir noch und die will ich auf jeden Fall noch ordentlich angehen können. Die Frage, lasse ich zu dem Abstand oder kann er generell so viel Vorsprung herausfahren? Nicht, dass wir uns irgendwie noch in die Quere kommen könnten.
Da sind die Reifen wieder stehen geblieben, obwohl man hier gar nicht so viel bremst. Gut, die sind mittlerweile auch ganz schön alt, aber dennoch in einem fahrbaren Zustand. So, letzte Runde vor uns im freien Training. Da kommt einer an und wir berühren uns kurz, aber ich wollte da jetzt auch nicht wirklich nachgeben, ansonsten wäre meine Runde gleich wieder zeitlich hin. Das war gerade noch so in Ordnung, glaube ich. Kann ich mir aber im Nachhinein nochmal genauer anschauen, wenn ich eben nicht mehr hier selbst fahre, sondern einfach bloß zuschaue. Das war auf jeden Fall zu früh gebremst, da werden wir schon wieder angeschoben. Wie man das Pfeifen an der Wand gehört hat. Na, das war abkürzen. Da muss ich dann eben aufpassen und eben gegebenenfalls auch vom Gas gehen, wenn ich das schon selbst sehe. Ah, wieder Reifen stehen geblieben. Na, die Runde wird auch noch nichts, da sehe ich schon kommen. Obwohl jetzt kam keine Anzeige, wie viel Rückstand wir haben. Deswegen sind wir aktuell auf Bestzeitkurs. Da war ich mir nicht so ganz sicher, wo bremst da die KI an. Hier liegen auch Krümel. Oh Mann, das kann ja wieder was werden. Silverstone-ähnliche Verhältnisse. Der hat keinen Flügel, der Verstappen. Deswegen fährt er so langsam. Die Runde fahre ich noch zu Ende. Mal sehen, was bei rauskommt. Eine Verbesserung, keine bessere Platzierung, aber immerhin letzte Runde nochmal die beste Zeit erzielt. Bringt uns zwar nicht viel, aber immerhin gut fürs Gefühl. Das war ein produktiver Tag für Kimi Räikkönen. Er hat es beim heutigen Training auf den ersten Platz geschafft. Ja, was ist denn da los? Gar keine Mercedes da vorne, Ferrari, zwei Finnen, Kimi, dann Bottas, Massa, Vettel. Gut, freie Training, das sagt ja eben nicht viel aus, genauso wie wir. Wir werden auf jeden Fall noch eine ganze Ecke weiter vorne stehen. Wir haben hier im freien Training einfach mal wieder gewissermaßen etwas ausprobiert. Ich habe was angesprochen und deswegen kam das eben zustande. Im Qualifying, denke ich, wird es auf jeden Fall deutlich besser laufen. Grosjean auf Platz 7, Rosberg auf Platz 6, der beste Mercedes und Hamilton auf Platz 8. Gibt es irgendwelche Strafen? Das sehen wir hier zumindest nicht. Wir sind Letzter geworden. Der Rückstand auf den Männermarscher vor uns ist auf jeden Fall groß, aber so viel Rückstand werden sollten wir auf jeden Fall dann nicht mehr haben. Und Alonso, ja, ist auch gut weiter vorne. Teilweise sind die auf Primes, teilweise auf Options gefahren. Strafen, wir zweimal Achtung und Gridstrafe für Fernando Alonso, weil Kollision mit Maldonado. Verstappen, Kollision mit Alonso. Okay, ist Alonso Maldonado draufgeraucht und ist Verstappen dann Alonso draufgeraucht, weil gleiche Runde? Kann auf jeden Fall sein und Nasser ist Maldonado draufgerauscht. Allerdings eine Runde zuvor. Auf jeden Fall hat Maldonado so seine Finger im Spiel. Naja, schauen wir einfach mal, wie sich das dann im Qualifying für uns anfühlt. Ganz schön eigenartig mal wieder die KI. Hamilton, da habe ich vielleicht ein klein wenig eher angebremst, dennoch ziemlich unmotiviert, übermotiviert. Und dann eben auch noch der Toro Rosso, der uns hinten rein ist. Aber wir haben wieder etwas ausprobiert, das Freitraining genutzt. Danke nochmal an jeden Kommentar, generell eben für Hinweise, die wir eben gerne einfach später nachgehen können. Das ist mir auf jeden Fall wichtig und das freie Training hat durchaus eben seine Daseinsberechtigung. Und die Zeit, die nehmen wir mal wieder nicht so ernst. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Versprochen. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich das halten werde. Und beim nächsten Mal schauen wir einfach mal, wie es laufen wird. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.